Hallo, ich heiße Nico und ich restauriere zusammen mit meinen Kindern zum ersten Mal ein VW T3 Synchro, um damit die Welt zu entdecken und an Orte zu fahren und stecken zu bleiben, wo vielleicht sonst keiner hinkommt. Hallo zusammen, für alle, die mich nicht kennen, ich mache mal einen Motorumbau für diesen T3 Bulli und die mich schon ein bisschen verfolgt haben, die sehen, dieses Auto, dieser Bulli, steht anders. Das heißt, in Wirklichkeit, dieses Video kommt heute für euch online und gestern drehe ich das gerade ab, die Begrüßung. Und zwar habe ich schon 3 Probefahrten gemacht, ja, mit diesem Auto. Das heißt, der läuft. Wie das aber passiert ist oder was es für Probleme gab, ne? Oh, und was mich alles was mich das alles so gekostet hat und nicht nur an Geld, sondern an Stress und so weiter. Das seht ihr heute, ja, und dann die nächsten Male auch. Eigentlich könnte ich euch jetzt zeigen, auch wie der sich anhört, ja, wie der angeht, was für einen Sound der hat, ne? Aber wo bleibt dann die Spannung, ne? Ja, das ist mein kleiner Job, ne? Euch spannend zu machen, ne? Diesen normalen Motorumbau, würde man jetzt sagen, ne? Wobei, ja, so ein bisschen kann man es ja machen, ne? So ein bisschen wird doch bestimmt nicht schaden. Moment. Seid ihr bereit? Nein. Ich zeige euch das natürlich nicht. Die Spannung muss bleiben. Aber ihr werdet es hören. So, viel Spaß beim Video. Ich hoffe, ihr hasst mich nicht dafür. Hast du die alle? 2. Da, hier. Da. Bin noch nicht dran. Mutter? Hol ich. Was hast denn da für eine Scheibe? Gib mir mal eine neue Scheibe, die war abgeschnitten irgendwie. Ja, die hatte ich auch irgendwie. Nimm mal. Ich weiß nicht, hast du die abgeschnitten? Nee. Dann war da eine mit bei. So, komm weiter. Mutter. Wo hast du die? Hast du die auch? Hier? Du hast sie. Auf dabei. Ah, da, acht. Was mit dabei? Komm, dabei, dabei! So. Aber es ist ganz schön warm auf der Matte da, ne? Ich möchte nicht wissen, wie viel Schmutz ich jetzt im Haaren hab danach, aber. Das ist doch egal. Hauptsache warm, ne? Hey, wie? Alle Schrauben passen! Ja. Niemals! So! Ey, wir mit. Ey, Marcel, wie viele Stunden Arbeit haben wir uns gespart? 3? Ein paar, ja. Komm, wow. U-Scheiben, wo sind die U-Scheiben? 2 U-Scheiben, Mutter, komm, auf dabei. Bin dabei. Ey, also es kann ja auch mal wirklich was laufen, du, ne? Ja. Ich fasse es nicht. Mutter. Ey, jetzt ist aber ein bisschen. Du willst doch, dass es schnell geht. Ja, 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 ja. Ich will, dass der Motor heute läuft. Ich bin gespannt. Ich glaube da noch nicht dran. Ne? Dass er laufen wird? Ja, dass er läuft schon, aber. Ach so. Kabelbaum? Das ist noch so viel Arbeit, ne? Ja, ja. So, passt. Dann. Boah, das kann doch nicht sein, Marcel! Die Ratsche. Ist es 13? Ist es 13? 13. Ja, dann ist es da alles. Und Schlüssel? Achso. Ja, gut. Dann. Ey. Also, nur kurz zur Erklärung, ne? Wir haben gedacht, dass wir irgendwelche Löcher machen müssen, weil ich habe eine Wasserbox habe, einen Benziner. Und das sind ja jetzt die original Diesel-Synchro-Träger, ne? Ich ziehe es nur so ein bisschen an. Also, locker 2-3 Stunden gespart. Oh. Weißt du, was mir noch mehr gefällt? Mhm. Weil, weißt du, wenn wir das selber so anfertigen oder irgendwelche Löcher machen,
dann passt es minimal nicht, weißt doch, du? Doch, das passt. Du schaust hier hinten an, das passt natürlich. Dann ist es eine Verschenkung da zwischen Motor und Getriebe, weißt du? Das passt. Wenn du hier festschraubst, und dann kannst du hier bohren, ne? Das ist das. Das ja. Ist ja kein Problem. Ich meine nur, ne? Aber du hast auch nur zwei und da oben nicht. Ja. Und das Original so? Ja, scheinbar. Ich war ja noch nie in dieser Situation, dass ich mir über sowas Gedanken machen muss, weil eigentlich baust du die Träger ein, die passen, ja? Ja, ja, ja. Aber ich kenne mich mit Synchro halt auch nicht aus, ne? Ja. Ich mache nur 2WD. 4WD ist für mich absolutes Neuland und alles, was hier anders ist, ist natürlich immer eine Herausforderung. Boah, jetzt willst du mal wissen. Was machen wir den restlichen Tag dann, wenn wir jetzt gleich schon fertig sind mit Motorumbau? Wir haben noch genug zu tun. Du kannst einfach rüber. Ja? Hält das nicht, wenn du es einfach rüberschwenkst? Ja, das hält, aber von dem hier ist der Nachteil, von dieser Serie, wenn ich hier gegen komme, ist da sofort eine Delle. Wie doll kann ich dir auch nicht sagen, ich habe das nur gelesen. Muss der so stehen bleiben oder kann man ihn ganz rumklappen? Nee, mehr geht nicht, das ist so. Ach, mehr geht nicht. Oh, das ist natürlich blöd, ne? Ich meine, es geht so, ja? Ne? Ja, wir also passen auf einfach. Ne? Einfach von, ich passe auf. Ich passe auch auf. Nein, aber ich, für mich ist das so, ich weiß ganz genau, wie viel Geld mir das kostet, wenn ich die Ball aus. Nee, nicht Geld, Arbeit. Ja, Arbeit. Geld geht noch, ne? So, aber... Aber Zeit ist Geld. Aber man kommt da gut dran. An der Stelle ist die Karosserie offen. Mhm. Wenn die Schränke ausgebaut sind. Nee, auch so. Du kommst ja nicht dran. Du musst erstmal den ganzen Gulasch da ausbauen. Ne? Nee, kein Problem. Beutel drin lassen. Frag mal den Benni, wie er es gemacht hat. Ich glaube, du bist der Einzige, der jetzt hier drin rauchen darf, ehrlich. Frag es wird kein Mensch mehr dürfen hier drin, außer du. Frag mal den Benni, wenn du ihn mal live siehst, also wie er es gemacht hat. Weil sein Reserverad halt, der ist so massiv, der kannst du dich dranhängen. Ja, jetzt, den abzumachen, habe ich Löcher, ne? Zuschweißen. Doch, du mit deinem Zuschweißen. Und zukleben, von hinten Blech mit dem Karosseriekleber und mit Karozin verspachteln, zu. Fertig. Du musst eh die Seite lackieren. Ich sag dir, du musst es lackieren. Das wirst du nicht. Du wirst es nicht hinkriegen, ohne Lack zu beschädigen. Das guckt dir die Rotznasen an. Die sind dicker als das Blech, ne? Meinst du wirklich, die will ich nicht hinkriegen? Die Seite musst du komplett lackieren. Keine Chance. Komm, Träger, auf, hopp, dabei. Du wolltest doch. Du wolltest doch schnell jetzt. Wo ist denn der Träger? Müssen wir auf die Hälfte abschneiden von dem ganzen Kühlerschlauch. Scheiße. Ach. Brauchen wir nicht, ne? Nein, nein. WDX-Mist. So. Her damit. So, ist richtig rum, soweit ich weiß. Schraube, zweimal mit U-Scheibe. Kannst du schon draufstecken. Dabei. Hör auf. Passen nicht? Ja, nicht. Nee. U-Scheiben. Ne? So. Keine. Doch, U-Scheiben schon hier hin, ne? Ja. So, warte mal. Der war so. So. Und der Winkel, der muss auf. Der muss nochmal auf. Es geht besser, ne? Das ist, ja. Was ist das? Naja, es geht schöner, ne? Aber wie findest du jetzt das Schweißgerät? Was? Das ist ganz gut. Ne? Man muss sich aber dran gewöhnen. Schön. Es geht natürlich noch viel schöner. Ja, ein Langloch ist schon mal drin. Das kann man noch fallen lassen. Das ist doch mal ein schönes Ding, hm? Marcel. Mhm. Nur hier sieht man halt echt einen Übergang, ne? Zwischen dem Pulverlack, ja. Das hätte man noch besser schleifen können, aber der Nico ist sehr genügsam, ihm reicht das völlig aus. Er sagt, das ist voll okay, ja. Das muss nicht so perfekt sein. Das ist es auch nicht. Aber der Halter ist gut geworden. Ja, das stimmt. Der ist echt super geworden. Der passt auch voll einen perfekt, ne? Ja, das sehen wir gleich auf dem Motor. Der passt. Garantiert. Hast du? Jetzt.
Ja, die sind fest. Alle beide hast du gemacht? Motor rein, komm. Was? Motor rein. Jo. Den Tank kriegst du noch rein, wenn der Motor drin ist? Ja. Was ist denn so arschkalt hier? Nico. Ja, genau. So, überlege ich mal, ob wir die Traverse nehmen und was basteln, dass wir gerade sind später. Das wäre natürlich schon geil, ne? Das ist so, naja, wenn wir den jetzt hier aufhängen, an den Originalpunkten, hier und hier, dann ist es schief. Kippt er so noch um, ne? So. Wir haben so Traversen hier. Wenn wir aber jetzt hier, sagen wir mal hier, hier eine Kette drum machen oder einen hast einen Sicherheitsgurt, schneid mal aus dem Passat, mach die Beifahrerseite, komplett den Gurt rausziehen und dann so lange wie es geht abschneiden, dass wir den Gurt haben. Und hier willst du zusammenbinden oder was? Ja, dann hier und dann machen wir hier einen Gurt rum und machen hier irgendwo an der Ansaugbrücke hier einen Gurt rum, ja, und dann hängen wir den Motor so. Dann an der Ansaugbrücke? Ja, das geht schon. Komm, mach mal. Das sind schon dicke Schrauben. Und dann machen wir die Traverse rein und dann hängt der gerade, dann können wir den ganz einfach einbauen. Okay. Komm, los geht's. Okay. So. Mit Schnalle ist dann, ne? Nein. Kannst du dich ja nicht anschneiden. Ja. Gut. Boah, das ist ja. Wenn der nicht runterkracht, du. Guck mal. Super, das ist sehr entlastet. Warum soll der denn runterkommen? Das ist doch nicht mein erster Motor, den ich einbaue. Mit Sicherheitsgurten? Weißt du, wie viel ein Gurt hält? Du kannst eine Autotanne hochheben. Ja? Gurt! Dein Körper gemischt mal die Fliehkraft beim Unfall. Ein paar Tonnen. 5 Tonnen, 6 Tonnen. Richtig viel. So ein Gurt hält richtig viel. Der hat mehr als so ein Spanngurt. Warte mal. Ja, genau. Oh, guck mal, der hängt fast gerade. Ne? Und so ist er okay, wenn man justieren kann. Jetzt fülle ich erstmal Öl ein. Na, 4 Liter müssen jetzt rein. Dann ist es gut. Guten Filter geht nochmal, ne? Dann eigentlich 4,5. Fahr den weg. Ja. Scheiß Anhängerkupplung, die stört wie Sau, ne? Was? Die Anhängerkupplung stört wie Sau. Die stört uns wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss die abbauen. Nee, der Wasserrucksack ist noch größer. Also eigentlich muss ich es schaffen. Naja. Doch, das ist locker was drin. Weiter. Jetzt hinten schieben. Umdrehen. Da hinten mal Platz machen. Die Flex sind so weg. Das Kabel von der Flex. Bis jetzt ist das Öl drin geblieben, ist ja auch schon mal gut, ne? Was? Das Öl ist drin geblieben, ist auch schon mal gut, ne? So. Hast du kein Holz? Nee, also nicht so dick, ne? Ich weiß nicht, wie wir es sonst machen sollen. Oder wir müssen den schräg stellen, vielleicht geht das weiter. Oh, pass auf. Ja, es geht schon. Lass mal ab.
Pass ab. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Gut. Sitz doch. So. Bau weiter ab. Ganz runter? Ja, ja. Muss runter. So, wir müssen jetzt abmachen. Sieht ja schon fast komplett aus, das Auto. Kannst du so ein Video machen, so einen Motor eingebaut. Fertig. Dann schmeißen. Ja, dein Nachbar, der will uns töten, oder? Natürlich. Ich bin dabei, bin dabei. Hier. Guck du mal zeitgleich hoch. Noch? Ja, ja, hoch, hoch, hoch. Du sagst. Guck einfach den Auspuff an, dann siehst du es. Weiter, weiter. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Immer hoch. Aber es ist doch, irgendwas ist doch immer, oder? Irgendein Scheiß ist immer. So, ein kurzes Update für euch. Und zwar, schaut mal, so weit sind wir gekommen. Ja? Wir haben den Motor hier eingehängt, festgemacht, außer das Getriebe. Deswegen hängt er jetzt hier noch. Der ist ja hier noch so wackelig, ne? Weil das Getriebe noch nicht dran ist. Genau, angeschlossen haben wir noch gar nichts. Ne? Hier, Kabelbaum ist auch noch nicht verlegt. So weit sind wir innerhalb einer Woche gekommen zu zweit. Wir haben durchgearbeitet, bis auf einen Tag jetzt in dieser Woche. Wir haben bis manchmal bis 2 Uhr nachts, manchmal bis 5 Uhr nachts sogar gearbeitet. Und haben es noch nicht geschafft. Wir sind leider nicht so vorangekommen, wie wir wollten. Lag aber auch daran, dass ich so viel Zeit damit verbraucht habe, Schrauben zu suchen. Also ein Tipp an euch, behaltet alle Schrauben. Und ich habe echt alle in eine Kiste oder so geschmissen, weil ich dachte, ach, haben wir bestimmt alles neu, alles neu. Ja, Schrauben ist immer schwierig zu besorgen, ne? Finde ich zumindest. Genau, hier ist der Kabelbaum. Er wartet da. Hier sind noch ein paar Sachen, die Verlängerung für die Kühlwasserschläuche da. Oder genau, was ich schon vorbereitet habe. Das heißt, Marcel ist jetzt schon ein paar Monate weg und der hat sich jetzt ein Haus gekauft. Weiß nicht, der hat sehr viel Geld aufgenommen, muss jetzt viel machen am Haus und machen lassen und viel klären und. Und es schaut so aus, als ob der in den nächsten Jahren nicht wiederkommt. Aber ich bereite schon vor, weil er sagte, ich muss noch einiges vorbereiten. Also den Auspuff habe ich komplett nochmal befestigt. Da fehlt noch so eine Halterung zu machen. Gaszug habe ich verlegt, wie ihr seht. So. Servo habe ich umgerüstet. Noch. Ist alles schon eingebaut. Super. Die Schläuche muss ich noch verlegen. Oder vielleicht habe ich das schon, weiß ich nicht, wann das online kommt. Jetzt habe ich aber einen Anruf bekommen heute.
Und Marcel fragte, wie weit denn dieser und dieser Ort von mir entfernt ist. Und ich sagte, der ist ziemlich nah, natürlich. War der auch. Und dann sagt er, ja, ich habe jetzt eine Maschine gekauft. Und die brauche ich ganz dringend. Kannst du die für mich abholen? Ich so, klar kann ich das machen. Ne? Stell dich bei mir in die Garage hin, kannst du kommen. Ja, und er braucht die aber in 2-3 Wochen. Deswegen steht die hier. Ganz in super Zustand. Kostet nur 3.500. Steht die hier und wartet auf meinen Freund Marcel. Ja, das heißt, er kommt jetzt, wir haben jetzt schon abgemacht, komplett festes Datum. Nächste Woche Freitag kommt er. Und da nehmen wir uns dann 1,5 Tage bis 2 Tage Zeit und machen den Motorumbau zu Ende. Also, bis Freitag.